blieb noch 10 Minuten sitzen. Es sollte richtig wehtun. Und von Stund an trug Sascha ein T-Shirt bei der Schule. Als ich in der Pubertät war, ging es mir wie dir. Ich wusste vieles überhaupt nicht. Bin auch, ich sag mal, meine Mama würde sagen, anständig erzogen. Ich habe meine Eltern nie küssen sehen. Ich wusste überhaupt nicht, dass man mit Zunge küsst. Also, wusstest du das? So mit 14? Ich kannte nur diese alten Filme, weißt du, Evelyn, wo am Schluss, meistens waren ja alte Männer, die junge Frauen dann bekamen und die drückten dann am Ende des Films immer die trockenen Münder aufeinander und drehen die Köpfe. Das war für mich der Liebeskuss. Ich erfuhr erst viel später, und wie ich davon erfuhr, lese ich euch jetzt vor. Diese Geschichte handelt natürlich in Erfurt. Dieses großartige Ereignis ist hier passiert. An meiner Schule, der 36. POS auf dem Johannesplatz. Liebe anwesende Klassenkameraden, ich habe die Namen verfälscht. Erst in der 8. Klasse, dass man beim Küssen mit dem Geliebten die Zunge zum Einsatz bringen muss. Wie mir meine Freundin Gerzi hinter vorgehaltener Hand zuflüsterte, hatte Kerstin Lachmann das bereits mit ihrem Freund Mario Böckel ausprobiert. Das wunderte mich in dem Moment gar nicht, denn Kerstin hatte Westverwandtschaft. Und darum auch sehr viel Ahnung von Liebe und so. Manchmal konnte sogar eine Bravo im Westpaket ungehindert die Grenzkontrollen passieren und Dr. Sommer auch in Kerstins Kinderzimmer Einzug halten, während ich noch die Trommel lesen musste. Wenige Tage vor unserer halbjährlichen Klassendisco fragte ich Kerstin darum, du, Kerstin, sag mal, wie geht denn das mit der Zunge küssen? Weißt du, ich habe gar keine Ahnung davon. Steckt man jetzt die Zunge raus und berührt die seines Gegenübers mit 3 cm Gesichtsabstand? Oder steckt man die Zunge wirklich in den Mund des anderen? Und wie passt denn dann seine Zunge an meiner vorbei? Kerstin wirkte sehr souverän. Sie trug ihren neuen knöchellangen schwarzen Westmantel und schien mir damit unheimlich reif und wissend. Dann antwortete sie, weißt du, Tati, am besten, du probierst das einfach mal aus. Ich werde Mario bitten, es dir auf unserer Disco mal zu zeigen. Wenig später saß ich in der hintersten Ecke des in der Mitte freigeräumten Klassenzimmers und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Irgendwann zappelten und zuckten alle aus der Klasse auf der Tanzfläche. Nur Gerzi saß neben mir und wippte mit dem Fuß zur Musik, die unser Klassenlehrer Herr Bachert ausgesucht haben musste. Gruppe Kreis sang, doch ich wollte es wissen, als Kerstin und Mario auf uns zutanzten. Na, Tati, willst du mal probieren? Fragte sie fröhlich. Ich nickte. Stumm. Na komm, müsstest dich hinstellen. Oh Gott, jetzt war es soweit, ich bullerte mir fast ein vor Angst und Aufregung. Mario Böckel stand vor mir, grinste schief auf mich herab. Und nachdem ich aufgestanden war, grinste er zu mir herauf. Er war einen Kopf kleiner als ich, hatte halblange dünne Haare und dicke Lippen, die im Discolicht feucht schimmerten. Nur eine hundertstel Sekunde später bildete sich ein enger Kreis aufgeregter Mitschüler um uns. Es hatte sich wohl herumgesprochen. Mario versuchte mich zu beruhigen. Komm, Tati, sagt er, das ist nicht schwer. Du musst jetzt einfach deinen Mund ein bisschen aufmachen und auf meinen drücken und dabei die Zunge locker lassen. Während ich leicht in die Knie ging, um auf seine Höhe abzutauchen, mich ihm langsam entgegenbeugte, die Lippen so entspannt wie möglich, sah ich aus dem Augenwinkel Frank Kosowskis Gesicht so dicht rechts neben mir, dass ich seine Pubertätspickel auf der Stirn wie Krater vor meinem Auge wahrnahm. Du musst die Augen zumachen, flüsterte Kerstin von links. Ich tat es und im selben Moment
planschten sich Marios dicke, feuchte Lippen auf meinen Mund. Dann wölbte sich mir eine noch dickere Zunge entgegen. Ich öffnete meinen Mund zwangsläufig und so weit wie möglich, um nicht noch mehr Saba ans Kinn zu bekommen. Und Mario rammelte: Hunger. Ja, meine Zunge. Ich streckte sie mit aller Macht nach vorn. Mario drückte mit seiner zurück und dann war es wie in den alten Filmen. Er wackelte wild mit dem Kopf und verschmierte seinen Speichel in meiner gesamten unteren Gesichtshälfte. In dem Moment brandeten Beifall und Gejohle meiner Klassenkameraden auf und Froni Fischer sang: Auf der Wiese haben wir gelacht.